Was bisher passiert ist in Part 1, kriegt ihr jetzt im Schnelldurchlauf. Nämlich bei Too Good To Go. Das ist eine App, die wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ich habe sie auch schon ein paar Mal ausprobiert und ich finde sie ganz gut. In der heutigen Zeit können wir alle ein bisschen sparen und dementsprechend finde ich das auch total wichtig, das mal zu zeigen. Wir waren bei Wilma Wunder und haben da einen leckeren Salat gegessen, den wir noch nie gegessen hätten, sehr viele Brötchen bekommen und haben das dann alles an einem Obdachlosen verschenkt. Da waren wir bei Italy Food und haben eine Pizza bekommen. Also eben gerade sah sie nur halb so gut aus, als sie noch kalt war. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und jetzt sind wir auch schon da angekommen, wo wir eigentlich weitermachen möchten. Also, man kann sich Einkaufstüten holen bei Too Good To Go. So ein Supermarkt kleppen. Auch für 3-4 Euro. Und das ist das nächste, was ich jetzt mir angucken werde. Herzlich willkommen zu meinem Part 2. Ich teste Too Good To Go Food Spots und in Köln aus. Da sieht man jetzt beides. Nee, oder? Ja. Da hinten. Ein bisschen vom Leuchtturm. Also der Helios ist der Leuchtturm und der Herkules ist der Fernsehturm. So, eigentlich wollte ich mit der Rosi hinfahren, aber jetzt ist es doch wieder zu spät geworden und jetzt fahre ich schnell, so schnell es geht, dahin. Dass ich da so schnell wie möglich auch hinkomme. Und das ist ein ganz besonderer Laden. Vielleicht werde ich da auch nochmal gesondert was drüber drehen, wenn ich die Erlaubnis natürlich bekomme von diesen Leuten. Es ist ein Laden in Köln, der rettet Lebensmittel und rettet sie nicht nur, bekommt aber auch Restposten und kauft die auch auf und so weiter. Also es ist nicht nur so, dass sie eben halt nur gerettete Lebensmittel haben, aber sie haben damit angefangen und haben dann Sachen verkauft, die eben halt so restpostenartig eben sonst Müll bekommen werden. Und das sind eben halt genau die Punkte, die ich gut finde, wo man an Lebensmittelverschwendung einfach ansetzen kann. Mehr solche Läden zu haben oder eben halt auch für Menschen, die nicht viel Geld haben. Man hat eine Win-Win-Situation auf beiden Seiten für alle Beteiligten und keiner muss immer. Mir gefällt das sehr, sehr gut und ich hoffe jetzt, dass ich ein bisschen was kriege für mein Geld. Ich habe 4 Euro noch was bezahlt und ich denke, ich werde die volle Packung irgendwas kriegen und freue mich darüber und werde es euch natürlich gleich zeigen. Das ist, was ich bekommen habe. Knusper Chips, so 2 Smoothies, so Senf ist das, Müsli-Riegel, Cremesüß und so weiter und so fort. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf den Haferdrink und eigentlich sind die Müsli-Riegel auch nicht das Schlechteste und diese Amon-Dinger werde ich auch gleich machen. Nämlich Salat, also mir war das wie gesagt zu wenig an Gemüse und Obst und deswegen habe ich mir für 10 Euro, das habe ich jetzt gegeben, weil ich das wollte, also ich konnte so viel geben, wie ich möchte und ich habe jetzt noch eine Wassermelone, Orangen, Zucchini, Gurke, Weintrauben, eigentlich so richtig, richtig viel nochmal jetzt dazu gekauft und werde mir dann auch was Leckeres daraus zaubern einfach. Und ich denke mal, das ist eine gute Portion für 10 Euro. Man kann da nicht sich beschweren. Ja, deswegen. Also, ich bin zurück. Und
fand halt für die Überraschungstüte war sehr wenig Gemüse drin. Aber dafür war echt viel sowas Müsli-mäßiges drin. Smoothies waren drin. Auch was, was sich lange hält. Also was gar nicht schlecht ist so. Glutenfreie Müsli-Riegel. Lecker. Ich habe ein bisschen Obst und Gemüse jetzt gekauft. Erstens, weil man es rettet. Das ist eine gute Sache. Lebensmittel werden viel zu viele verschwendet heutzutage und auch eben halt über die Läden. Nicht nur bei uns zu Hause, wir sind der kleinste Teil davon. Und dementsprechend kann man aber helfen, Abhilfe verschaffen mit sowas, indem man es unterstützt. Indem man es selber macht. Und ich war immer, also nicht immer, die Einzige. Heute war auch eine andere da. War auch eine vor mir. Die hatte auch Tuku-Tuku. Also ich war nicht die Letzte. Und die sich da eine Überraschungstüte abgeholt hat. Wenn ihr mich fragt, würde ich das wieder machen? Ja. Zu dem Shop zu gehen und Gemüse zu kaufen, auf jeden Fall. Eine Überraschungstüte. Hat sich für mich persönlich jetzt nicht so gelohnt. Aber die App Too Good To Go insgesamt zu benutzen war diese Woche eine gute Erfahrung. Ich habe eine Menge gelernt, darüber pünktlich zu sein. Aber eigentlich so die Idee, dass du essen werden. Und da bin ich wieder im Rhein-Center. Diesmal versuche ich wieder zur Nordsee zu gehen, weil ich ja das letzte Mal, wie gesagt, mein Essen nicht bekommen habe. Hatte ich aber auch diesmal wirklich viel zu früh. Einfach bin ich dahin gefahren und musste wirklich lange noch warten, bis es fertig war. Aber ihr seht es, ich habe das bekommen, was ich am liebsten esse. Scholle. Gemüse, Kartoffel, Scholle mit Roulade, das sieht super aus. Ich freue mich schon richtig. Ich freue mich, dass ich Scholle habe. Das ist ja sowieso einer meiner Lieblingsfische. Hier ist auch nicht viel los, deswegen komme ich auch heute mal sprechen. Normalerweise spreche ich immer nicht auf meinen Videos, wenn ich online gesehen habe, wenn viele Menschen da sind. Hier. Es sind nicht so viele Leute. Ich kann es jetzt essen in Ruhe hier. Zitrone. Finde ich mal super Fisch. Schmeckt immer besser. Und macht die Hände sauber. Mich so ein bisschen an Großküche. Das weiß wahrscheinlich nicht so viel Wahnsinn. Aber lecker. Und wo ich da am Aufessen war, schenkte mir tatsächlich der Mitarbeiter nochmal, oder der Chef, ich weiß es nicht, einen Salat und er gab mir sogar noch ein Dressing drauf.
Und habe ich mich tierisch gefreut drüber. Ein bisschen zu früh vielleicht, weil als ich den Salat aß, merkte ich sofort, oh, der ist mir ein bisschen zu sauer. Ihr werdet es gleich an meinem Gesichtsausdruck sehen. Es war einfach zu bitter. Aber naja, ansonsten war es gut. So, ich bin jetzt zurück im Auto und freue mich, dass ich diese Woche Tuku-Tuku ausprobiert habe. Ich werde es sicherlich öfter nochmal machen, weil ich finde es super günstig. Ich habe jetzt ein Gericht, was normalerweise 15 Euro noch was kostet, für 4,50 Euro bekommen und das nur, weil ich am Ende der Zeit da war. Super, super gut. Genauso wie ich Lebensmittel noch unglaublich viele jetzt zu Hause habe von Good Food. Und insgesamt fand ich die Erfahrung sehr gut. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Macht das gerne auch mal, probiert es aus in eurer Stadt. Ihr habt nichts zu verlieren und im besten Falle habt ihr was gespart. Letzter Nachtrag noch. Jeder Mensch verschwendet Essen. Jeder. Wenn er was schlecht werden lässt, wenn er irgendwie zu viel eingekauft hat. Das macht jeder. Und selbst wenn wir alle darauf achten würden, hätten immer noch die ganzen Einkaufsläden und Restaurants und Supermärkte immer noch dasselbe Problem. Und deswegen, mir ist bewusst, wir können nicht die Welt retten. Also einer alleine kann das auf gar keinen Fall holen. Und auch nicht von geretteten Lebensmitteln. Das ist mir alles durchaus sehr, sehr, sehr bewusst. Aber nichtsdestotrotz ist es so, so wichtig, dass wir uns überlegen und Gedanken machen, wie können wir unseren Beitrag erfüllen. Also jeder Einzelne so für sich. Und ich glaube, mit so einer App oder mit geretteten Lebensmitteln können wir schon ein bisschen mehr die Welt nicht groß. Und damit verabschiede ich mich auch von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr probiert das mal selber aus. Es war kein gesponsertes Video. Ich habe das ganz frei aus freien Stücken gemacht, weil ich erstens möchte anderen Menschen zeigen, wie man auch noch günstig so durchs Leben kommt. Und zweitens, weil ich mir überlegt habe, daraus vielleicht sogar sowas wie eine Reihe zu machen. Wie man sparsam leben oder wie man sich sparsam ernähren kann. Wenn euch das interessiert oder nicht interessiert, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer wieder darüber, das zu lesen, was ihr mir schreibt. Konstruktive Kritik, aber kein Blödsinn. Da reagiere ich allergisch drauf. Ansonsten alles super, freue ich mich und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt den Sommer, der hoffentlich bald kommt. I've been lied to, been betrayed. My daughter has been taken away.